Dankeschön. Herr Abgeordneter Gerald Groß, bitte. Hohes Haus, Frau Kollegin Muttonen, Frau Kollegin Damandl. Frau Kollegin Muttonen behauptet in unsere Richtung, wir hätten Sexismusvorwürfe geäußert. Sehe ich? Hey, habe ich das richtig gehört? Und Kollegin Damandl meint, ich hätte Paranoia. Auch gut, fein. Jetzt zitiere ich Ihnen, ich weiß nicht, vielleicht ist es Ihnen ja entgangen, die heutigen Titelseiten der österreichischen Tageszeitungen. Österreich, Kurier, Kleine Zeitung, Kronenzeitung. Da wird diese Finanzministerin zitiert mit den Worten, ich bin doch der einzige Mann in dieser Regierung. Also, vielleicht haben Sie das nicht gelesen, Kollegin Muttonen, die Vorgeschichte. Gut, das erfüllt im Übrigen, weil ja die Frau Kollegin Damandl offenbar Hobby-Therapeutin ist, den Vorwurf der Schizophrenie. Das ist nicht paranoid, weil paranoid ist der Verfolgungswahn. Das kommt im zweiten Teil des Satzes. Ich weiß genau, wie viele mich auf den Scheiterhaufen wünschen. Also in dieser Republik wünscht wer die Finanzministerin auf den Scheiterhaufen. Das ist ein schizophrenes Weltbild, nämlich das ist der klassische Verfolgungswahn, sehr geehrte Damen und Herren. Also auch keine Erfindung von mir, fragen Sie Herrn Rasinger, der soll seine Ortsbürger ausrahmen und der erklärt Ihnen daher den Unterschied zwischen Paranoia und Schizophrenie. Aber ich glaube, wir sollten diese Debatte gar nicht mit diesen medizinischen Betrachtungen belästigen. Es reicht eine Finanzministerin. Eine Finanzministerin, die in die Geschichte der Republik, aber auch Europas eingeht, dass sie öffentlich kundgetan hat, dass der Herr Juncker Nierensteine hat. Die Finanzpolitik Österreichs ist, der Herr Juncker hat Nierensteine. Der Beginn ihres politischen Weges, der von Fettnäpfchen im Übrigen geprägt war, war ja der, dass sie nicht mehr der Minister of Kibberei ist, sondern der Minister of Finance. So begann ja diese Tragödie, die sich jetzt in einem griechischen Drama auf dieser Regierungsbank finalisiert. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Finanzministerin, feel free, wenn Sie sich als Frau oder als Mann fühlen, machen Sie, wie Sie es wollen. Das steht auch nicht zur politischen Debatte. Aber das, was zur politischen Debatte steht, ist, dass 28 Milliarden Euro österreichisches Steuergeld in einem Haftungsschirm hängen, wovon wir wahrscheinlich keinen einzigen Cent mehr als österreichischer Steuerzahler jemals mehr sehen werden. Ich habe heute etwas mitgebracht, Frau Finanzminister, vielleicht gestatten Sie mir die Höflichkeit Ihres Ohres, wenn ich dort schon Redner bin, zu einem Thema, das vielleicht Sie nur peripher tangiert, aber ein Mittagsjournal vom 15.06.2011, wo Sie zitiert werden, im Übrigen im O-Ton, die Griechenlandhilfe kostet Österreich keinen Cent. Das sagen Sie damals auf Anfrage meines Parteichefs, Klubobmann Josef Bucher, der Sie in einer dringlichen Anfrage zur Griechenlandhilfe im Jahr 2011 genau davor gewarnt hat, welchen Weg dieses Europa nimmt, dass es heute die Zeitungsschlagzeile füllt, der Euro ist in 3 Monaten kaputt. Das hat Ihnen, sehr geehrte Frau Finanzministerin, der Sie mir noch immer nicht zuhören, aber mag sein, das ist halt die Wertschätzung, die Sie dem österreichischen Parlament und den Parlamentariern entgegenbringen, aber auch der Bevölkerung. Sie benehmen sich ja gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes ja auch nicht anders. Das sagen Sie am 15.06.2011. Ihr Vorgänger sagt 2010 überhaupt, die Griechenlandhilfe, die europäischen Haftungsschirme, das sind alles ein Geschäft. Die Frage stellt sich jetzt für mich und die drängt sich auf, für wen ist das ein Geschäft? Ich gestehe ja zu, dass das ein Geschäft ist. Aber es ist weder für den österreichischen Steuerzahler ein Geschäft, noch für die Griechinnen und Griechen ein Geschäft, auch nicht für die Spanierinnen und Spanier. Es ist für die internationalen Banken, die an ihren eigenen Spekulationsverlusten fast krepiert werden, ein Geschäft, ein Hasardspiel, russisches Roulette, finanzpolitisch, das sie auf dem Rücken der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler betreiben. Das interessiert sie auch nicht. Und Frau Kollegin Damandl, jetzt sind Sie ja Gott sei Dank wieder da. Sie stellen sich heute da heraus und sagen, Griechenland ist ja jetzt ein Problem. Aber so nach dem Motto, wer konnte das schon wissen? Meine Zwischenfrage ist, seit wann wissen Sie das? Ja, schon seit längerem. Das waren jetzt gerade Ihre Worte. Ich zitiere Ihnen jetzt aus dem Jahr 1994 einen österreichischen Politiker. Vielleicht Ohrenspitzen. Wenn wir das Geld, das wir als Mitgliedsbeiträge in die EU hineinzahlen müssen, für eine jährliche Steuersenkung verwenden, dann sind unsere Betriebe in Österreich wesentlich wettbewerbsfähiger gegenüber der EU, als wenn wir dort beitreten und die Nichtstue im Süden finanzieren müssen. Bevor mein Geld und das Geld der fleißigen Österreicher,
dafür verwendet wird, dass die italienischen Mafiosi oder irgendwelche korrupten Bürgermeister in Griechenland ihre Budgetnöte ausgleichen können, stehe ich nicht zur Verfügung. Dr. Jörg Haider, 1994. Was Sie da gejault haben, sehr geehrte Damen und Herren von SPÖ und ÖVP, Sie haben ihn als Quacksalber, als Polemiker, als gefährliche Person beschimpft. Vor 19 Jahren hat Jörg Haider das vorausgesehen, der BZÖ-Gründer, was jetzt eingetreten ist und was heute bestätigt wird, der Euro ist in 3 Monaten kaputt. Und er sagt weiter, warum sollen wir Österreicher, die wir uns sozusagen an Gesetz und Ordnung halten, mit unseren Nettozahlungen den Schlendrian und die Korruption im Süden finanzieren? Und diese Worte und diese Warnung haben Sie 19 Jahre nicht beherzigt und stehen heute vor dem Scherbenhaufen Ihrer eigenen untertänigen Politik, wo Sie 28 Milliarden Euro in den österreichischen Steuergeld in den Schuldenturm der Europäischen Union werfen, diesem Parlament vorgaukeln, das alles wäre noch ein Geschäft und es kostet uns keinen Cent und in wenigen Monaten vor die Österreicherinnen und Österreicher treten müssen, dass ihre Währung nichts mehr wert ist und Menschen in dem Land nach 1930 ein zweites Mal vor den Ruinen einer Währung, einer sogenannten beinharten Währungsreform in diesem Land stehen. Und statt dass Sie sich hier ins Parlament stellen und uns auch skizzieren, welche Pläne, das ist nämlich die Frage 2 des dringlichen Antrages des Antragstellers, dass Sie heute hier die Frage, in der Frage 2 skizzieren, was Sie denn zu tun gedenken im September oder Oktober diesen Jahres, wenn diese europäische Währung tatsächlich den Bach hinuntergeht, ob Sie Essensmarken vorsehen, ob Sie den Schilling wieder einführen, verschweigen Sie sich heute einmal mehr und ziehen sich auf Pauschalstandpunkte zurück. Das ist alles ein Geschäft, werdet schon sehen, gebt zur Ruhe und lächeln fleißig dabei. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist keine verantwortungsvolle Politik im Interesse der Österreicherinnen und Österreicher am Höhepunkt einer Krise. Sehr geehrte Damen und Herren, Josef Bucher hat es heute richtigerweise gesagt. Und ich erweitere die Vorschläge. Es gibt nur sehr wenige Wege aus dieser Krise. Der erste Weg ist sofortiger Zahlungsstopp an marode EU-Staaten, die kurz vor der Pleite sind. Das zweite ist sofortiger Zahlungsstopp auch der EU-Mitgliedsbeiträge. Wie kommen wir dazu, dass wir unser sauer verdientes Geld noch in ein System hineinwerfen, das längst von einem Virus ergriffen worden ist, und in einem Desaster in wenigen Monaten enden wird, wo die Österreicherinnen und Österreicher nicht einmal mehr wissen, wie sie ihre Löhne und Gehälter ausbezahlt bekommen. In Forint, Schilling, Dollar, Franken oder in Gold oder Essensmarken oder Milchpacken. In dieser Situation, wie sind wir? Und das Dritte ist, und das ist die entscheidende Frage, entweder wir gehen aus dem Euro oder die Pleiteländer gehen aus dem Euro. Aber beides wird nicht funktionieren. Es wird nicht gehen, dass wir mit den Pleiteländern weiterhin in einer Eurozone sind, und unser Steuergeld für Bankenpakete dieser miesen Spekulanten in diesen Pleiteländern weiterhin aufwenden, aber gleichzeitig wir nicht einmal mehr wissen, wie wir Staatsbudgets, wie wir den Staatshaushalt sanieren können. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder die gehen oder wir gehen. Aber dann muss man das auch in dieser Offenheit einmal aussprechen. Es gibt, das ist das in dieser Situation, wo wir uns befinden, muss einmal auch in diesem Parlament das Hirnschmalz eingesetzt werden und auch die Diskussion darüber geführt werden, wo geht denn die Reise nach dem September 2012 hin? Jetzt wissen wir mittlerweile, dass alles kaputt ist. Die Finanzministerin hat das in ihrer Art und Weise die letzten 2 Jahre erfolgreich verdrängt. Sie glaubt ja nach wie vor, das ist alles ein Geschäft und es kostet keinen Cent. Aber es muss hier in diesem Haus, auch in der österreichischen Politik, vernünftige politische Kräfte geben, die sich darüber unterhalten, wie dieses ganze System in 3 Monaten aussieht. Eine Finanzministerin, die von einem Fettnapf in den anderen tritt und beim Vorübergehen gestern noch den Italienern, weil sie eine falsche Bemerkung macht, einige Millionen Euro kosten wird, nämlich an Schaden für Italien, aufgrund ihrer unvorsichtigen Äußerungen, die ich, glaube ich, ohne die schon zuhauf jetzt in dieser Wortmeldung zitiert habe, einer Finanzministerin können wir in dieser Situation nicht vertrauen.